Inazuma 11 Go! Schatten! Ach, nach all der Zeit hat sich eines auf jeden Fall nicht geändert. Die Intros sind so geil. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Inazuma 11 Go Schatten. So geil das Intro ist, ich möchte es hier reden. So. Inazuma 11 Go! Schatten! Natürlich müssen wir Erwin ausreden lassen, was sonst. Ja, willkommen zu Inazuma 11 Go Schatten! Ein Reboot-Let's Play, kann man sagen. Ein Re-Let's Play von meinem allerersten Kontakt mit der Inazuma 11-Serie. Damals mit Inazuma 11 Go Licht, meinem Let's Play. Und wenn sich ein Let's Play verdient hat, nochmal aufgefrischt zu werden, die Musik ist so geil, wegen der Technik aufgefrischt zu werden und alles drum und dran, dann ist es dieses Let's Play. Ich habe sehr viel zu sagen zum Let's Play, wie alles ablaufen wird und alles drum und dran. Ach, die Musik ist so geil. Aber das werden wir nicht mit diesem Spiel stattmachen, sondern mit einem neuen natürlich. Wäre ja schade mit dem anderen Spielstand, weil ich da ja schon fertig gespielt habe. In nur 10 Stunden, das ist eigentlich auch mal was. Ich glaube, mein Licht-Let's Play habe ich, da habe ich so 100 Stunden gebraucht. So, natürlich, wie soll es auch anders sein, das habe ich auf jeden Fall auch nicht vergessen. Die Little Busters. Oh, nicht die Little Busters, sondern die Little Busters. So, dann kann es endlich losgehen. Ach ja, wo ich damals den Lachflash bekommen habe. Natürlich werden wir das alles nachahmen. Es wäre mal geil, wenn das so ein Vollprofi wirklich so trainiert. Aber untrainiert sollte man diese ganzen Fähigkeiten nicht machen. Naja, wie schon gesagt, ich habe noch einiges zu erzählen. Aber wir werden jetzt erst einmal starten, sonst sitzen wir noch in 10 Minuten da. Die Stunde ist gekommen. Es ist Zeit, um meine Bestimmung zu erfüllen. Selbst wenn es mich zerstört. Ich werde jedes Opfer bringen. Jedes Opfer? Du musst dir wahrlich ein Herz gefasst haben. Ja, mein Wunsch muss Wahrheit werden. Alles Weitere ist einerlei. Mein Sohn, ich spüre, dass dein Wille Großes bewirken wird. Also sprich, was ist dein Wunsch? Mein Wunsch ist die Herrschaft über den Fußball. Fairness und Gleichheit für alle. Wahre Ebenbürtigkeit zählt mehr als Sieg oder Niederlage. Der Schutz des 5. Artikels der Jugendfußballstatuten ist Fifth Sectors Bestimmung. Sie haben den Fußball endgültig verdorben. Unseren Sport gibt es nun nicht mehr, Simon. Ja, das ist kein Spiel. Das ist eine Machtdarbietung. Vor 10 Jahren gewann das Team von Inazuma Japan die Football Frontier International. Heute ist Fußball bedeutender denn je. Raimon Junior High, die Schule, die einige der besten Spieler Inazuma Japans hervorbrachte, gelangte als Talentschmiede zu landesweitem Ruhm.
Viele ehrgeizige Sportler fanden dort ihren Einstieg in die Welt des Fußballs. Dies ist die Geschichte einer neuen Generation tapferer Raimon-Helden. Kapitel 1 – Ein frischer Wind. Jetzt kann ich endlich richtig spielen. Guten Morgen, Spotter. Stell dir nur vor, ab heute spiele ich endlich für die Raimon Fußball. Toll, oder? Da freust du dich auch schon, ja? Also, Spotter, ich lauf dann mal los. Tschüss, Tante Silvia. Mach's gut, Arian. Und viel Spaß. Werd ich haben. Heute ist der große Tag. Raimon, ich komme. Ah. Ich habe es genossen jetzt, die letzten Minuten. Ich habe es genossen. Und die Musik auch. Und heute ist auf jeden Fall der Tag gekommen. Da hast du recht. Steuerung müssen wir jetzt hier nicht klären. Kennen wir schon alles bereits. Ah. Genießen wir es einfach. Genießen wir es. Geh zur Raimon Junior High. Oh, und die Musik hier. Sagen wir nicht, mein Steuerknüppel funktioniert wieder nicht. Es hat in mein Ultrasonne Egglock Let's Play schon gereicht. Na, das passt so. Oh, das ist so nice. Das ist so nice. Dein Hund Spotter ist ja sowas von lahm. Er liegt den ganzen Tag nur faul rum und tut nichts. Langweilig. Oh, so nice. Das wird so ein richtig nostalgisches Let's Play für mich. Ich muss auch sagen, beim Intro. Oh, ich weiß nicht warum, aber da habe ich plötzlich auf einmal so ein nostalgisches, gutes Gefühl bekommen. Oh, und die Musik hier auch. Ah, so nice. Da wurden die Augen schon ein bisschen feucht, muss ich sagen. Das hat mich selbst überrascht, dass das mich jetzt schon so mitnimmt. Aber das verspricht nur Gutes. Also wie schon gesagt, wir genießen einfach hier jetzt das Let's Play. Noch einmal dieses schöne Spiel. Noch einmal die tollen Charakter kennenlernen. Oh Mann, nach all der Zeit. Das war schon so lange her. Wann war denn mein letztes Inazuma Eleven Let's Play? Ich glaube vor 2016, also vor 2 Jahren ungefähr. Und ich glaube, Go 2 war 3 Jahre her, also... Endlich mal wieder die Go-Spiele-Serie spielen. Oh. So, ich möchte nicht zu viel Zeit hier jetzt verplappern. Also gehen wir hier weiter. Wie schon gesagt, ich habe selber noch einiges zu berichten, zu sagen. Aber ich werde das nachholen, wenn sich die Zeit hier anbietet. Hey, Erwin! Oh, was denn los? Ja, was macht sie denn? Ach ja, und ich muss schon sagen, heute gehe ich hier ein bisschen anders ran, ne? Im Vergleich zu damals. Damals im Licht-Let's Play war das ja mein allererster Kontakt. Ich kannte eine Grafik, eine offizielle, und einen Soundtrack, der von den Golden Oldies, aber mehr kannte ich von dem Spiel nicht. Oh, und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann kommt der Hype wieder hoch, weil ich war da im ersten Part sowas von... gehypt. Oh Mann, das war so richtig schön. Das hat sich auch nicht geändert. Heute ist es immer noch sehr, sehr schön. Uff, hast du schon mal so hübsche Schmetterlinge gesehen? Nichts wie hinterher. Schaust in die falsche Richtung, Hund. Oh, die Musik. Ah, das wird so nice. So richtig, richtig nice. Ach, Söderle. Hallöchen, Sky, was ist denn los?
Endlich, unser erster Tag an der Raimon Junior High. Darauf habe ich schon so lange gewartet und mich so lange drauf gefreut. Und du erst, was? Überleg mal, wie lange du schon alleine trainierst, um dich auf heute vorzubereiten. Und jetzt ist es soweit. Ach ja, ich muss ja sie synchronisieren. Ich habe ja schon jetzt mittlerweile sehr oft eine gewisse Kritik gehört, dass Erwins Stimme ein bisschen piepsig sich anhört. Also muss ich jetzt einen 12-, 13-Jährigen, der jetzt gerade die Grundschule verlassen hat und jetzt die höhere Schule besucht, muss ich jetzt eine passendere Stimme geben, weil so geht das auf jeden Fall nicht, weil so eine piepsige Stimme von einem 12-, 13-Jährigen, das ist gar nicht Realität. Also das muss ich hier verbessern. Und ob, bald kann ich endlich echten Fußball in einem richtigen Spielteam spielen, im Fußballclub der Raimon. Hey, ihr da! Was wollt ihr? Du willst den Fußballverein der Raimon bereiten? Nicht schlecht. Ich jetzt, Mann, oh Mann, ich kann dir gleich sagen, dass das total schwierig wird. Weiß ja nicht, ob du's packst, ja? Ja, da hat er recht. Wie wär's, wenn du uns mal zeigst, was du drauf hast? Los, wir treten gegeneinander an. 5 gegen 5. Oh, ein Match. Na klar, du willst doch nicht vor den Raimon-Typen dich blamieren, oder? Ein Anfänger wie du kann von uns sicher noch was lernen. Wir sind wichtig. Wir trainieren zwar nur hier am Fluss, aber wir haben trotzdem ein bisschen was auf dem Kasten. Klasse, danke. Echt nett, dass ihr mir helfen wollt. Was ist mit deiner Stimme passiert? So klingt doch kein 13-Jähriger. Aber die Leute da draußen müssen es ja auf jeden Fall besser wissen. Machen wir doch gern. Also los. Wer als erstes ein Tor schießt, gewinnt. Oh mein Gott. Ach ja, ich glaube, jetzt kommt die beste Quest, die man am Anfang von einem Spiel haben kann. Schuhe ausziehen und dann andere wieder anziehen. Moment, Erwin. In den Schuhen kannst du doch nicht Fußball spielen. Hier, zieh besser die an. Warum hast du Schuhe für Erwin dabei? Soll mir das jemand... Das ergibt gerade irgendwie keinen Sinn. Naja, und was heißt ihr, wir können da in den normalen Schuhen nicht spielen? Die besten Spieler, die spielen, wie sie wollen. Die können auch in Sandalen spielen, in abgetragenen. Naja, so, Ausrüstung. Ah, oh, da muss ich mich jetzt auch noch dran gewöhnen. Indeed, indeed. Ach ja. So lange war's her. Und ich lasse das jetzt mit Erwin. Ich wollte hier nur mal ein Beispiel euch zeigen, was ich davon halte. Natürlich klingt sie ein bisschen noch piepsig für einen 12-, 13-Jährigen. Da kann man schon denken, na, vielleicht kommt er jetzt schon mal in die Pubertät. Da kann man schon eine gewisse tiefere Stimme haben. Aber seid mal ehrlich. Welche Stimme hört ihr von 12-Jährigen, 13-Jährigen? Weil Erwin ist jetzt im ersten Jahr, ich glaube, das ist so, ja, im ersten Jahr. Und das ist ja, glaube ich, so im Schulsystem der Japaner, dass man bis zum 12. Lebensjahr in der Grundschule ist, also 6 Jahre lang, so von 6 bis 12 eben. Und dann wechselt man 3 Jahre und dann verlässt man die Schule wieder nach 3 Jahren und dann die Oberstufe 3 Jahre und dann hat man Abschluss. Ich glaube, so ist das System. Also kann Erwin hier jetzt nur 12, 13 Jahre alt sein. Und seid mal ehrlich, da sich wegen so Stimmen aufregen, dass die unpassend sind, das finde ich ein bisschen fragwürdig. Naja. Fertig, es kann losgehen. Yes! Oh, die Musik. Steuerung. Oh, es wird so richtig nice. Ja. Lass mich. Das brauche ich im Gegensatz zu damals nicht. Wo ich mich hier damals überhaupt nicht ausgekannt habe. Ich bin jetzt zwar immer noch ein bisschen eingerostet. So. Aber ist ja halt so schlimm. Okay. Wo muss ich jetzt eigentlich mit dem Feuer... Oh nee, der Steuerknüppel wieder... Nein, er will wieder nicht. Nein. Och nee, was soll denn das? Bitte nicht. Das brauche ich hier nicht. So, och nee. Ich weiß, was ich
in der Pause zum nächsten Part machen werde, den wieder ein bisschen einrenken, weil so geht das auf jeden Fall nicht. Besonders in dem Spiel, wo ich den Steuerknüppel brauche. Das ist nur ekelhaft. Yes! Da war jetzt die Stimme ein bisschen unpassend. Die Erolen-Stimme bei diesem Typi hier. Ah, und die Musik. Ah, so nice. Und auch wieder von einem super Soundtrack zum nächsten. Ja, wir haben gewonnen! Na, hast du die Grundlagen jetzt drauf? Die hatten wir schon vorher drauf. Wir haben hier einen Sinn, also lass mich in Ruhe. Wir haben dich natürlich geschont, ja, so schaut's aus. Weil das da ja dein erstes Spiel war, klar, oder? Nur weil du uns besiegt hast, heißt das noch lange nicht, dass du gut genug bist für den Raimund Fußballclub. Also streng dich an, klar? Ja. Mach ich, danke nochmal. Gut gemacht, Erwin. Hier, ich habe ein Geschenk für dich zur Feier deines ersten Tages. Ein zweites Paar Schuhe. Was hast du so viele Schuhe für Erwin? Oder soll das ne, so eine Art Shipping werden? Ja, und das sind jetzt so Glasschuhe, nur ist jetzt Erwin hier. Die Queen. Die Prinzessin und Sky legt ihm die Schuhe an, die Glasschuhe. Okay, lassen wir es. Diese Punkte sind Punkte. Und das da sind auch Punkte. Du kannst alles nachlesen. Das geht wenigstens schnell. Wenn ich jetzt mal an Ultrasonne denke, für mich ist das ein paar Tage her, als ich das Let's Play abgeschlossen habe. Also kann sein, dass ich Ultrasonne hier nochmal immer wieder anspreche. Oh, da hat ja das Tutorial ganz am Anfang wie lange gedauert? Ein paar Stunden. Wobei wir jetzt hier noch nicht alles gehört haben. Aber hier geht's wenigstens so rucki-zucki. Und man sagt, okay, du kannst es weiterklicken. Und wenn du nochmal lesen willst, hast du da einen Menüpunkt. So ist doch viel besser, als dauernd uns stundenlang mit Tutorial zuzuquasseln. Danke, Sky. Ich mache mich besser auf den Weg zum Fußballclub. Ich will mich nämlich als Erster anmelden. Das sieht dir ähnlich. Viel Erfolg. Wir sehen uns dann bei der Begrüßungszeremonie für die Schüler. Okay. Da ist er Hype. Geh zu Raimund Junior High. Ach ja. Die Musik so nice. Wie schon gesagt, das wird so ein richtig nostalgisches Let's Play für mich. So zum Zurücklehnen. Und wie schon gesagt, es hat mich selber schon ziemlich... Oh, jetzt kann ich schon mal beginnen hier ein bisschen den... Steuerknüppel einzurenken. So geht das auf jeden Fall nicht. Ja. Das wird einfach so ein schönes, schönes Let's Play. Ich freue mich auf jeden Fall. Besonders nach all der Zeit. Und ich habe extra hier den Anime nicht mehr ein zweites Mal angeschaut oder die Spiele ein zweites Mal gespielt. Dieser Spielstand, den wir vorher gesehen haben, den habe ich gleichzeitig mit einem Licht-Let's Play gehabt, durchgespielt. Hier dieses Spiel einfach um... denn das letzte Team freischalten zu können. Also an sich meinen zweiten echten Playthrough-Durchgang durch diese Serie, die habe ich immer vermieden, weil ich genau das hier haben wollte, mit euch gemeinsam. Naja, das mal zu dem. Ich werde mich auch wieder orientieren an die Zeiten von damals und da habe ich jetzt nochmal sicherheitshalber nachgeschaut und da waren die Parts... Zwar auch immer wieder mal so 30, 40 Minuten oder so, aber die größte Zeit lang waren es so 20 Minuten und die haben wir jetzt schon erreicht. Deswegen werden wir im nächsten Part zur Raimund Junior High gehen und ich freue mich. Ich hoffe ihr euch auch. Gab es ja lange nichts mehr auf meinem Kanal und jetzt hier. Richtig nice. Richtig nice. Ich habe auf jeden Fall schon meinen Spaß. Wurde schon emotional beim Intro. Oh. Einfach dieses Gefühl ist wieder hochgekommen. Und was das jetzt hier für einen Stellenwert hat, dieses Let's Play, dieses Re-Let's Play. Alles ist da ein bisschen hochgekommen. Deswegen wurde ich da ein bisschen emotional, auch wenn man es nicht mitbekommen hat. Naja. Aber wie schon gesagt, ich habe sehr viel noch zum Projekt zu sagen. Aber man kann nicht alles im ersten Part rein... packen, weil sonst würde es viel zu lange dauern. Und ich würde viel zu oft, was ich ja früher immer gemacht habe, hier stehen und euch zuquasseln. Oh, die Musik so schön.
Wisst ihr was? Ich bleib hier. Sage Tschüss, verabschiede mich. Und bis zum nächsten Mal, sage ich dann auch. Und ihr genießt noch einmal ein bisschen die Musik hier. Und das Flussufer, der Fußballplatz am Flussufer, hat ja auch einen ziemlich hohen Stellenwert in der Serie. Also, Leute, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Dippity-bitty-boo-boo-boo.